Oh, Leute, jetzt wird es Geschichtenzeit. Geschichten? Oh, Geschichten. Was macht man da? Cool. Was? War nur Witz. So, Leute. Also. Wir setzen uns zu den Couch rüber. Los. Also, die Regeln sind folgende. Immer der da dran ist, erzählt eine Gruselgeschichte. Denn das passt jetzt perfekt zu dem düsteren Licht hier. Okay, glaube ich. Perfekt. Nun, ich fange an. Es war einmal ein österreichischer Junge. Er war 13 Jahre alt und machte von seiner Schule aus Urlaub in Italien. Es war sehr schöner Urlaub am Anfang. Sie gingen in viele Bars und Kneipen. Sie gingen in so ein Ding, wo solche, wie soll ich das jetzt sagen, wo sehr viel beleuchtet war und sehr viele Kinderaktivitäten stattfanden den ganzen Tag. Aber er musste immer pünktlich aufstehen. Eines Tages hatte er genug davon. Er hatte sein Rad von zu Hause mit dabei und fuhr einfach los. Hatte keinen Schimmer wohin. Er fuhr und fuhr den Straßen entlang. Dann so eine komische Strecke bergauf und er kam zu einigen Häusern. Die Häuser sahen nagelneu aus und sie ließen Italien wie einen wunderschönen Ort wirken, was er auch wirklich war. Er ging zu einem Haus, klingelte und eine alte Oma namens Gerti öffnete. Er fragte sie, ob er reinkommen kann. Doch sie, weil sie Italienerin war, verstand kein Wort. Also schloss sie die Tür wieder und ließ ihn nicht herein. Er schwang sich wieder auf sein Rad und fuhr weg. Doch mitten in der Nacht, als er gerade wieder zusammen mit den Leuten seiner Schule auf dem Weg zum Aktivitätenplatz für Kinder waren, fielen plötzlich alle Lichter aus. Alles war dunkel und alle anderen waren weg. Er war alleine. Er sah nur weit entfernt eine Gestalt mit gesunkenem Kopf stehen. Sie blickte den Boden an. Plötzlich, als er sich ihr ein paar Schritte näherte, bis er sie komplett erkennen konnte, hob sie ihren Kopf. Nicht einmal für eine Sekunde konnte er ihren Kopf sehen, denn im nächsten Moment wurde die Welt um ihn herum ein kompletter Schauder. Die Welt verwandelte sich in einen schrillen, schreienden Geist. Und plötzlich fingen seine Augen an, nur noch Dunkelheit zu sehen. Als er wieder aufwachte, fand er sich bei seinen Mitschülern wieder. Aber er war blind geworden. Niemand konnte erklären, warum. Und als er es den Lehrern und seinen Mitschülern erzählte, was passiert war, da bekamen sie alle einen derartigen Schreck, dass sie Italien sofort verlassen haben und es nie wieder sehen wollten. Das war ein echter Gruseltraum. Ich meine, Traum, sag ich, eine echte Gruselgeschichte. Das lässt mich so pippern, dass ich jetzt schon zum Verein komme. Ach komm, schau mal, nur so unheimlich war das jetzt auch nicht. Vorbei ein bisschen schon. Haha. Nun, Lisa, jetzt bist du. Es war einmal ein McDonald's-Clown
Der furzte und furzte, dass die Pommes auf den Boden flogen. Ende. Und was soll da gruselig sein? Ja, der McDonalds-Clown sieht gruselig aus. Ach, das. Ja, das lassen wir ausnahmsweise gelten, weil der McDonalds-Clown wirklich gruselig aussieht. Aber er furzte und furzte und die Bombe fiel deswegen auf den Boden. Was zum Teufel? Das ist ja vorher eine Faschingsgeschichte. Die ist ja zum Lachen. Aber egal. Skido? Es war einmal ein Nashorn namens Fridolin. Das wurde auf einmal in der Nacht immer so bauernwillig zu einem Oktopus. Und dann hüpfte es auf einmal so bauernwillig auf dem Feld herum. Und dann kam ein gewisser alter Stubenberger her und der hat den Oktopus eingefangen und aufgegessen. Doch in der Nacht ist der Oktopus auf einmal wieder ein Nashorn geworden. Aber er war jetzt ein Geist, weil er gegessen wurde. Er ist zum alten Berger gegangen. Nur noch einen Krach gehört. Und dann hat man den alten Berger und sein Bett nie mehr wieder gesehen. Also das war jetzt mal wirklich ein gruseliger Traum. Schon mal das, dass ein Nashorn sich in einen Oktopus verwandelt. Ich meine Geschichte. Und dann wird er auf einmal ein Geist, weil er von den Altaberger gegessen wurde und nimmt Rache. Bro, das ist echt zum Schaudern. Ich hab grad voll eine Gänsehaut. Nein, ehrlich, ich hab eine Gänsehaut. Junge, das war gruselig, Skido. Gratuliere. Danke. Karl? Es war einmal die Waldraut. Die hat mich lauter Blödsinn eingekriegt. Zum Beispiel, dass Bier und Schokolade nicht gut ist. Du, Waldraut, man unterbricht nicht während dem Geschichte erzählen. Lass Karl fertig erzählen. Entschuldigung. Jedenfalls, wie gesagt, es war wohl ein Waldraut, der mir leider Blödsinn eingeredet hat. Das habe ich schon gesagt. Wie zum Beispiel, dass Bier und Schokolade nicht gut ist. Und eines Tages habe ich mich der Waldraut wieder gesehen. Dann ist er auf einmal zu einem Zombie geworden und hat meinen Schädel runtergehackt. Dann bin ich tot gewesen. Was soll das so lustig sein? Das ist gruselig! Karl, du bist ein Gocker. Tut mir leid, aber stimmt. Hey, wie kannst du es dir erlauben? Wenn dir der Schädel abgehackt wurde und Waldraut ein Zombie wurde, warum ist Waldraut dann erst normal und warum sitzt dein Schädel an Ort und Stelle, wo er hingehört? Und warum lebst du dann? Wie geht das? Ihr denkt mir Finkengeschichten. Stimmt. Tut mir leid. Ja, jetzt habe ich dich unterbrochen. Stimmt, ja. Tut mir echt leid. Schon gut. Jetzt bin ich dran. Es war einmal ein Nachbar mit dem Namen Ika. Der Herr Ika war ein alter, grimmiger Mau. Er hat jeden alles verbieten wollen, hat sich über jede Kleinigkeit aufgeregt, über jedes Geschrei von Kindern. Und dann ist einmal was passiert. Mitten in der Nacht. Weil der Herr Ika hat ein uralte Haustier gehabt, der immer knarzt hat, wenn er sie aufgemacht hat. Mitten in der Nacht hat kein Licht drin in Herr Ika sein Haus. Auf einmal hat die Tier knarzt. Es ist wer eingekommen. Man hat voll in unserem Haus die knarzenden Schritte von Herr Ika gehört. Näher kommen. Es war verdammt grausam.
sie hat Zero Exe gehassen. Sie hat ausgeschaut wie der T-Exe. Nur, sie hat ein schwarzes Gesicht, rote Augen, einen blauen Mund und violette Haare gehabt. Und wie er aufgewacht ist und hingeschaut hat, war Zero Exe wieder weg. Dann hat er sich zum Fenster trat. Auf einmal ist der Zero Exe neben seinem Bett auftaucht. Und dann hat man nur mehr verschwommene Exe-Dateien gehört, die komplett gespinnt haben. Und dann waren der Herr Ika und sein Haus zusammen mit dem Zero Exe spurlos weg. Und da, wo sein Haus gestanden ist, war nur noch eine flache grüne Wiesen. Die war so gleichmäßig gewachsen, als war da nie ein Haus gestanden. Also das war jetzt mal wirklich eine echte Gruselgeschichte, Waltraud. Zero Exe, brah! Jetzt habe ich eine ernsthafte Gänsehaut. Außerdem schlägt jetzt mein Herz schneller. Ich auch. Meins auch. Okay, Sepp. Es war mal der Musa. Und der ist mitten in der Nacht über die Kölnerstirn geflogen. Dann hat er gedacht, da steht auf einmal ein Geist. Und im Wald war es ein Kloflaschen. Und weiter? Was weiter? Ist das etwa alles? Ja, was soll ich sonst noch sagen? Das soll eine Gruselgeschichte sein. Das war ein Clownwitz. Ein unlustiger Clownwitz. Das war nicht mal lustig. Das einzige Lustige war, es war einmal der Musa. Sonst war nichts lustig. Ich bin nicht gut in Geschichten erfinden. Man merkt's. Sei still, sei selber still sein, Waltraud. So, jetzt bin ich dran. Es war mal ein Auto genannt Hidukus. Der Hidukus war ein fröhliches Auto. Alle anderen gern zu lachen gebracht. Eines Nachts ist der Hidukus auf den Friedhof gegangen. Seine toten Eltern und Großeltern anzubeten. Aber auf einmal ist ein Blitz erschienen. Er hat nicht hinter sich geschaut. Und auf einmal ist hinter ihm eine Kreatur gestanden. Sie hat ausgeschaut wie der Slenderman mit einem schwarzen Schädel. Hängt der mit Blut voll worden und mit weißen Tentakeln. Und außerdem hat die Kreatur ein komplettes Buschel voll gehabt. Der hat ausgeschaut wie ein Ort auf. Der Hidukus hat sie erst umgedreht, wie er mit Beten fertig war. Da war nichts. Er ist wieder heimgegangen. Er hat das Gefühl gehabt, dass hinter ihm wer war, wie er zu seiner Haus gegangen ist. Er hat sich umgedreht, aber da war nichts. Dann hat er das Gefühl gehabt, dass ihm irgendwo vor oben, dass ihm irgendwer vor oben anschaut, wie er ins Haus eingegangen ist. Da war nix. Dann ist er schlafen gegangen. Und wie er am nächsten Tag aufgestanden ist, hat er auf einmal das Gebiss von einem Hund unter seiner Dusche gefunden. Und neben ist ein Zettel gelegen. Da ist aufgestanden, es war ein Festmahl. Der Hidukus hat jetzt nur von der Keischen gehabt. Er ist ausgezogen.
in ein Apartment. Am nächsten Tag sind zwei alte Leute eingezogen. Daher die Frau Wiedelwutz. Die Wiedelwutz sind beide ins Haus gegangen. Und auf einmal hat man sie nicht mehr gesehen. Die Besucher von Seher haben sie nicht ins Haus getraut, weil der Doktor sehr gewarnt hat, dass es verflucht ist. Wie gerade einer einige wollte, war schon später Abend. Auf einmal sind da zwei Baumonster rausgekränkt. Der Herr und die Frau Wiedelwutz haben sich durchs verfluchte Haus in Baumonster verwandelt. Auf einmal ist die Kreatur, was wie ein Auf ausgeschaut hat, wieder auftaucht. Sie hat mit einer Hocken auf sie eingeschlagen. Dann sind die Wiedelwutz beide umgeflogen und haben verschmerzt geschrien. Sie haben jetzt ausgeschaut wie gefüllte Bama. Und der Eduktus hat sauber von genug gehabt von dieser Stadt. Genauso wie alle Gäste von die Wiedelwutz. Sie alle zusammen sind ausgezogen in eine völlig andere Stadt. Weit, weit weg. Und nachdem sie fort waren, hat der Auf sie auf weitere Missionen aufgängig gemacht. Weitere Menschen und Vorzeige und so weiter in Kreaturen verwandelt und sehr anschließend damit gedemütigt, bis er sie ja dann vollends vernichtet hat. Also, Manu, ich dachte am Anfang schon, meine Geschichte wäre gruselig. Du machst mir heute nochmal Angst. Albträume machst du mir heute nochmal. So wäre es richtig. Ja, genau. Du machst mir heute noch Albträume. Hast du etwa Angst, Steffen? Angst? Angst? Nein, natürlich nicht. Ich. Kann mich bitte irgendjemand umarmen? Ich fühle mich so unsicher, wenn ich hier am Rand sitze. Danke, Lisa. Kein Problem. Ich fühle mich sicher am Rand. Hui, ich ja. Ich fühle mich in der Mitte sicher. Was soll da schon passieren? Jetzt ist die Bella dran. So einmal ein gewisses Oldtimer treffen. Auf einmal sind Aliens da reingekommen und haben die Leute niedertreten. Dann haben sie mit ihren überlegenen Pistolen auf sie erzählt. Aber auf einmal ist wer reingekommen. Der Herr Now! Aber in Herr Now haben sie auch geschossen. Der Herr Now ist verletzt, wenn aber nicht tot. Er hat gesehen, Meister von die Aliens eingegangen ist. Er hat ausgeschaut, wie ein aufrecht gehendes Skelett von einem Dinosaurier. Wie er gerade einige wollt, ist der hier im Nau wieder komplett kalt gewesen. Hat ein Alien umgekickt und irgendwie Pistolen heimlich weggenommen und auf das Gestell geschossen. Es ist sofort zerbrochen. Und sofort haben sie die Knochen von ihrem angehört wie ein Xylophon, was zu Baum fällt. Und dann haben die Leute von Oldtimer-Treffen schon genug gehabt. Sogar die Musiker. Bevor die Musik angefangen hat, sind alle herangerannt. Die Aliens sind zur Bauernwelle in ihr UFO gestiegen und sind wieder heimgeflogen. Das war lustig. Also Manus Geschichte war, finde ich, am unheimlichsten. Ja. Das. Mit einer Kreatur.
mit blutigen Händen und schwarzem Kopf. Was aussieht wie Slenderman. Ich hab auch geschaut wie das Slenderman. Ein Gebiss mit blutigen Händen. Mit einem schwarzen Kopf. Mit weißen Tentakel statt schwarze. Und dann hat er noch ein Foto über gehabt. So hat er ausgeschaut wie ein Off. Der hat ausgeschaut wie ein Slenderman Off. Das war richtig unheimlich. Ein verfluchtes Haus und Menschen, die was zu Baumkreaturen werden. Ja, und dann ist er mit der Haken gekommen und hat den Herrn die Frau wie haben die nochmal geheißen? Wiedelwutz? Ja. Genau, Wiedelwutz. Die hat er dann mit der Haken umgehackt, damit sie dankt waren. Weißt du, wie sie Baummonster waren? Das war so gruselig. Aber der Eductus, also die Hauptperson, das Auto da, hat überlebt. Und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil von Geschichten.